Britney is back. Als Britney 2019 in einer psychiatrischen Einrichtung war, habe sie ihre Mutter geschrieben, dass man sie auf noch stärkere Medikamente gesetzt hat. Ich spüre buchstäblich die krasse Medizin im Magen. Es fühlt sich an, als würde er versuchen, mich umzubringen. Und ihre Mutter Lynn, ja, die soll laut Britney nie darauf reagiert haben. Ob mit er, ihr Vater oder ein Arzt gemeint ist, das weiß man nicht genau. Ihre Mutter Lynn behauptet jetzt allerdings, sehr wohl geantwortet zu haben. Ja, das Drama geht weiter. Ein Kettensägenausraster, das hatte jetzt Ex-Nationalspieler Jens Lehmann. Weil die Garage dem Nationalspieler die Sicht versperrte, soll er wohl zur Kettensäge gegriffen haben. Ach, Sehblick ist schön, das gebe ich zu, aber Eigentum von anderer deswegen zu zerstören, nicht so toll. Elon Musk bestreitet Affäre. Der Tesla-Chef soll nämlich letztes Jahr mit Nicole Shanahan angebandelt haben. Der Frau von Google-Mitgründer und seinem guten Kumpel Sergey Brin. Das hat jetzt das Wall Street Journal berichtet. Elon behauptet auf Twitter aber das Gegenteil. Zitat: Das ist totaler Mist. Ich habe Nicole in den letzten 3 Jahren 2-mal gesehen und immer waren andere Leute dabei. Welche Version jetzt die richtige ist, ja, das wissen am Ende wohl nur die beiden.